Im blauen Licht eines Oktobermorgens beginnt hoch über dem Traunsee der neue Tag des Vogelfängers. Alfred Rietzinger aus Ebensee demonstriert dieses sehr umstrittene Brauchtum, das von Tierschützern schärfstens abgelehnt wird. Seit 5 Uhr früh baut er seine Richt auf, den Fangplatz. Es ist bitterkalt. Klettern wärmt. Einige Netzgloben, das sind feinmaschige Fallen, in denen sich Vögel nicht verletzen sollen, befestigt er sogar auf den Bäumen. Die meisten Globen werden aber an Furchen montiert. So nennen die Ebenseer zusammengebundene Dürrlinge. Sozusagen das Gerüst für die Globen mit den Ködern, den schmackhaften Lieblingsspeisen der Vögel. In unmittelbarer Nähe der Globen hängt der Vogelfänger den Käfig mit dem vertrauten Lockvogel. Sein Gesang soll Artgenossen anlocken. Meine Güte, das ist ein richtiger Geschmausheeresdackel. Das ist das Leben. Wenn man so wieder herumhuckt und oben schaut, ist es toll. Und man kann einfach eins sein mit der Natur. Das ist ein Hammer. Und wenn man einfach so da huckt und das so wartet, das ist nicht eine fade Zeit. Das ist einfach eine schöne Zeit, weil man einfach die Natur beobachten kann. Es kommt vielleicht einmal ein Wipper raus, wenn man dick hat. Oft kann man die ganzen Vögel, die was fliegen, die was man hecht. Aber es ist noch so Zeit, die geht ja früher. Da haben wir es noch eine Viertelstunde gedulden müssen. Und oft ist der Tag richtig da und oft ist einfach der Traum perfekt. Das gewitzte Zeisigweibchen setzt sich zum Naschen nicht aufs Bäumel, das Fangholz, von dem der Klappmechanismus ausgelöst würde. Genau. Genau. Na, was ist? Na, was ist, Spätzle? Ja, genau, wenn wir schon sehen. Ja. Auch dieser Kreuzschnabel weiß den Verlockungen zu widerstehen. Der Lockvogel genießt einen Fichtenzapfen. Der Vogelfänger hat sich in Geduld zu üben. Denn nicht jedes Fangerlebnis ist ein Erfolg. Weibchen werden sofort wieder freigelassen. Ja, Mädel, ich kann ja nicht trauen. Kein Frierkrieger. Zu wenig schön. Hier ein Vorteil für die Dame. Neben Zeisig und Kreuzschnabel werden noch Gimpel und Stieglitz gefangen. Nur 4 Vogelarten. Und von jeder darf ein Vogelfänger nur je ein Exemplar über den Winter behalten. So geht es den Vogelfängern oft. Großer Aufwand, viel Mühe. Dafür zwar der Genuss eines herrlichen Tages auf dem Berg, aber kein schönes Männchen gefangen. Eigentlich ohne Erfolgserlebnis und doch zufrieden fährt Alfred Rietzinger heim, nach Ebensee am Südufer des Traunsees. Kaiser Rudolf II. Erlaubte 1579 der Bevölkerung des Salzkammergutes, Vögel zu fangen. Und nachfolgende Herrscher bestätigten dieses Privileg.
Der erste Vogelfängerverein wurde in Ebensee gegründet. Und zu den Geuserern gehört heute noch ein Gründungsmitglied. Ende der 20er Jahre, da ist der Vogelverein Geusern gegründet worden. Und da bin ich natürlich auch in meiner jugendlichen Begeisterung wieder dazugegangen. Lieblingsvogel des 96-jährigen Feichtenwilli ist der Kreuzschnabel, der am besten mit Latschen und Fichtenzapfen anzulocken ist. Die Zäpfen, wie wir sagen, die wachsen nicht all Jahr auf die gleichen Bäume. Manches Jahr gibt's überhaupt keine Zäpfen. Da gerade irgendwo in Ausland, in Russland, in der Taiga sind Zäpfen und bei uns kann, jetzt sollte man möglichst schauen, da wann einmal ein Zäpfenjahr ist, das heißt, wenn im Mai der Wald blüht, ob es dann im Herbst überall Zäpfen haben. Und da muss man halt oft schauen, dass man so viel zusammentut, dass man ein paar Jahre, wenn es sein muss, auch genug hat. Deswegen hat er sein Zäpfengebet geschrieben. Die Bitte um das Wichtigste für den begeisterten Vogelfänger. Ich brauche keinen Äpfel und keine Birnen. Von mir aus brauche ich keine Zwischenblüten und Marmelade aus Aprikosen. Das esse ich aus Konservendosen. Ich verzichte auf Most und Wein recht gern, wenn nicht der nächste Jahr Zäpfen werden. Zäpfen, der ideale Köder für den Kreuzschnabel. Doch so mancher schlaue Vogel scheint die drohende Falle zu erkennen und dürfte sich ganz frech drüber lustig machen. Andere erwischt es doch, aber die meisten werden sofort freigelassen. Und er beantwortet die besorgte Frage, ob ein Vogel in der Falle sich nicht zu Tode fürchte, mit Gelassenheit. Er futtert munter weiter. Der November zieht ins Land. Katrein stellt den Tanz ein und auch die Saison der Vogelfänger. Wie eine Handarbeitsrunde sitzen sie beisammen und binden Büschel. Als erstes nehmen wir Tannentaxel, das wird ein wenig abputzt. Und dann kommt der Leckerreiselkraut dazu. Und der Stornistel mit rein. Kämpebeeren. Also ein wenig Farbe macht das ganze Gespiel. Und der Nidelzöpfe. Auch noch dazu. Und wenn ich es so anschaue, ist es eigentlich ein rechter Scheißbaum. Das tue ich mir gleich am Hut auf, weil oft häufig gerade rein schon was parat. Damit geht er zur Ausstellung, dem Höhepunkt des Vogelfängerjahres. 2005 wegen Vogelgrippegefahr und ungeklärter Tierschutzbedenken erstmals verboten. Die Fachjury bewertet nicht bloß die Schönheit, sondern das Gesamtbefinden des Vogels. Es darf im wahrsten Sinn des Wortes keine Feder gekrümmt sein. Die schönsten jeder Vogelart werden mit Fahndl und Urkunden ausgezeichnet. Ein Zeisel sollte halt möglichst groß sein, dass es viel vorbringt. Schön gelb, dunkelgelb, vor lichtgelb. Bei gleicher Schönheit wird natürlich dann auch der Guder bewährt. Das ist unter dem Schnabel der schwarze Köflig und ein schönes schwarzes Kapperl soll es haben. Der Gömpel wird nach der Farbe natürlich bewertet. Das soll lichtrot vor dunkelrot gewertet werden. Das erste ist die Brust. Als zweites wird dann der Rücken bewertet. Der Rücken soll nach Möglichkeit durchgehend grau sein.
ganz, ganz wichtig ist auch natürlich auch, und dadurch kommt der Vogel auch gleich entsprechend zur Geltung, wann die weißen Spürgen drin sind. Und den Spürgen versteht man rechts und links bei jedem Flug, sind die Töckefedern sind weiß. Beim Stieglitz kommt es darauf an, also auf die Färbigkeit vom Stieglitz, also die Rosen, die er hat, am Kopf die rote Rosen und dann das Weiße, das sind die Wangen. Und dann hat er noch die Binden, das ist die schwarze oben, auf die Flügelzeichnung und die Brust, die muss ein schönes Herz haben, die Brust. Und ein färbiger Vogel muss es halt sein. Etwas komplizierter wird es beim prestigeträchtigsten Vogel. Strenge Maßstäbe gelten für roten und gelben Kreuzschnabel. Es zeigt beim gelben Kreuzschnabel lichtgelb vor dunkelgelb. Der Vogel erreicht seine Farbe erst richtig nach dem zweiten oder dritten Mal abfedern. Ein gelber Kreuzschnabel entsteht durch das, dass er in der Gefangenschaft erst gelb wird. Das liegt an dem Futter, was er kriegt, und an der häuslichen Pflege. Beim roten Kreuzschnabel kommt es auf das leuchtende Rot an, also leuchtend rot vor dunkelrot. Ein reines, glattes Gefieder, keine Schattflecken über den Rücken. Zuerst wird aber der Bauch bewertet, der muss schön voll und geschlossen sein, leuchtend rot. Weiter sollen die Flugfedern und der Schwanz sollen satt schwarz sein. Die Krönung jedes Vogelfangers ist das, wenn er einmal mit dem roten Kreuzschnabel bei der Verbandsausstellung den ersten hat. Das Fadel beim roten Kreuzschnabel, das ist der Weltmeister unter die Vögelfanger. Die Jury hat entschieden. Nun strömt das zumeist fachkundige Publikum herbei. Das Fahndl für den roten Kreuzschnabel ist einem jungen Geuserer zuerkannt worden. Er konnte den prächtigsten Vogel des Salzkammergutes anlocken und fangen. Das größte Erlebnis für einen Vogelfänger. Das hat man nicht alle Tage, weil bei den Vereinsausstellungen ist es leichter, da man mal einen ersten hat. Und da braucht man schon viel Glück. Und wenn man oft beim Verband bei der Verbandsausstellung einen ersten macht, ja, das hat man, sage ich mal, einmal im Leben. Jeder Vogel hat eigentlich einen anderen Charakter. Und da gibt es halt ein wenig am Faulen und ein wenig am Flottern und der eine singt ein wenig mehr und ja, und das ist halt was fesch. Nach der Ausstellung werden die Vögel diese kleinen Käfige wieder verlassen und den Winter in geräumigen Volieren verbringen. Dennoch wird die einstige Jagd des kleinen Mannes zum Streitthema. Möglichen Einschränkungen des Vogelfangs beugen die Menschen des Salzkammergutes im September 2005 mit einer riesigen Solidaritätskundgebung vor. An die 5000 strömen auf den Geuserer Marktplatz, um ihre Unterstützung für das traditionelle Vogelfangen zu zeigen. Über Partei- und Ideologiegrenzen hinweg betonen alle Redner, man werde sich jahrhundertealtes Brauchtum niemals und von niemandem verbieten lassen. Abordnungen von 78 Vereinen ziehen ein. Und es sind nicht nur die typischen Brauchtumspfleger, die sich mit den Vogelfreunden solidarisieren. Auch viele Sportler sind dabei. Die Imker und die Hundezüchter, Sänger und Musikanten, alle, denen die Tradition am Herzen liegt. Musikkapellen, Schützenvereine, Trachten- und Heimatvereine und nicht zuletzt die jahrhundertealte Vogelfang sind Teil der Identität der Region. Unsere Menschen leben diese Kultur, dieses Brauchtum, diese Tradition. Liebe Freunde, wir wissen selbst, was wir zu tun haben. Wir brauchen uns von nichtwissenden und bewussten Hetzern nicht diffamieren zu lassen. Hier stehen alle zusammen. Sie sind entschlossen, sich nichts verbieten zu lassen, ihre gewachsenen Traditionen fortzuführen.
die Poscher mit Händen als Instrumenten. Typisch Salzkammergut. Und bald darauf sind schlagkräftige Argumente gefragt. Bei einer Podiumsdiskussion bringt Radio Oberösterreich die Vogelfänger und ihre erbittertsten Gegner erstmals öffentlich an einen Tisch. Mein Hauptargument gegen den Vogelfang ist, dass es Tierquälerei ist und dass es weder Natur noch Artenschutz dient, wenn die Vögel gefangen werden. Das ist eine Vereinsmeinung bzw. eine persönliche Meinung. Bitte. Ihre Ausführung, es handele sich bei der Meinung, der Vogelfang sei eine Tierquälerei, um eine persönliche Meinung. Und da unterstelle ich Ihnen, ist schlicht gelogen. Sie sagen, Sie fangen und halten die Vögel zu Ihrer Freude. Ich muss Ihnen ganz klar meine Meinung sagen, wenn Sie Freude an dieser Tierquälerei haben, sind Sie abartig veranlagt. Wir schauen auf unsere Vögel, wir übernehmen Verantwortung für unsere Vögel, so wie jeder andere Tierhalter für sein Tier übernimmt. Darf ich was dazu sagen? Herr Dr. Habertitzel, Sie sind Jurist, lernen Sie einmal Zoologie. Aber Sie waren derjenige, was im Jahr 2000 in Geusern dein Vogelfreund überfallen hat, wo ein Vogel zu Tode gekommen ist, wo dein Pensionisten... Sie lügen. Da lüge ich nicht, weil Sie waren so dumm und haben Sie sich bei dieser schändlichen Tat selbst gefilmt und haben diesen Film als helle Ware in Kiwi TV verkauft. Sie lügen unverschämt wie alle Tierquäler. Wir haben keinen Vogelfänger überfallen. Ich glaube, er ist sogar hier. Ja, da ist er, der Herr Blomberger. Der Herr Blomberger. Stimmt, der hat mich überfallen. Vier Leute sind es gewesen. Was ist bei denen? Der Tierschützer beharrt darauf, Sie hätten den Vogelfänger nicht überfallen. Warum habt ihr mir 500 Schilling geschickt? Ja, weil das Gericht Schadenersatz. Die Diskussion bleibt hitzig. Zunächst die Frage, warum die Vögel gefangen werden. Und dann geht es um die Gesetzmäßigkeit von Protestaktionen. Sie fangen diese Tiere völlig unnötigerweise. Sie könnten auch einfach in der Freiheit bleiben. Es ist so, dass wir jetzt in einer Zivilisation leben, wo es Gesetze gibt, an die wir uns alle halten müssen. Es wird auch Ihnen oft vorgeworfen, dass Sie Gesetze nicht einhalten. Dann sagen Sie mir konkret, welche und wann. Natürlich halten wir Gesetze ein. Ich habe jetzt gerade so richtig schön vom Gesetz sprechen und das einfach so abwimmeln. Ich habe da vor mir liegen den Verfassungsschutzbericht, herausgegeben vom Bundesministerium für Inneres, und zwar vom Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. Und wenn ich da unter Punkt 7 militanter Tierschutz lese, unter Litera 1 unter Allgemeines, da lest man da, die größte und bekannteste Gruppe, die Protestkundgebungen veranstaltet, ist der Verein gegen Tierfabriken, dessen Sympathisanten bei ihren Aktivitäten in den letzten Jahren mehrmals den rechtlichen zulässigen Rahmen verließen. Was dort vorgelesen wurde, hat überhaupt nichts mit dem Verein gegen Tierfabriken zu tun. Wenn es das hätte, wortwörtlich erwähnt, wortwörtlich erwähnt als ein aktiver Verein. Wenn der Verein gegen Tierfabriken Gesetzesübertretungen tun würde, dann würde er geschlossen. Es ist wirklich schlimm, es ist schlimm. Und das betrifft mich also nicht jetzt als Vogelfänger, das betrifft mich eigentlich als Bürger dieses Landes. Dass Leute Eigentum einfach missachten, ob man jetzt dem Einzelnen das zuordnen kann oder nicht, ist eigentlich nicht einmal das Wesentliche. Das Wesentliche ist es, dass sich Gruppen dazu bekennen, auch im Internet und überall, und dass das Amt für Terrorismusbekämpfung sich mit diesen sogenannten Tierschützern auseinandersetzen. Tierhatzen sind verboten, aber diese durch Menschenhatzen ersetzen, wie es die Tierschützer jetzt machen, das ist wohl das Schlimmste, was es überhaupt gibt. Nach den gegenseitigen Beschuldigungen kehren die Argumente zur Grundproblematik zurück.
Herr Dr. Wiener, meine Hochachtung vor dem Salzkammergut, meine Hochachtung vor dem Brauchtum, aber lasst die Finger von den Vögeln. Vögel können sprechen. Und wenn man sich damit beschäftigt, dann versteht man sie auch. Wir verstehen sie. Wir reden teilweise mit ihnen. Wir müssen es können. Und darum muss unser Brauch, das Vogelfangen, bleiben, damit wir auch weiterhin verstehen, die Natur verstehen. Denn man kann nur schützen, was man kennt. Ein Herbstmorgen nahe St. Wolfgang. Ludwig Wiener, Werner Luck genannt, widmet schon wieder einen Urlaubstag seinen geliebten Vögeln. Zwischen Latschen baut er die Richt auf. Hier finden die freilebenden Vögel ein reiches Nahrungsangebot. Latschen und Fichtenzapfen in Überfluss. Warum sollte sich also ein Kreuzschnabel ausgerechnet den Leckerbissen an der Falle aussuchen? Viele werden sich wohl nicht anlocken lassen. Bei uns geht es einfach darum, dass wir den Vogel fangen. Bei uns geht es überhaupt nicht darum, dass wir viele Vögel fangen oder irgendeine Masse fangen, sondern den. Deine Wü, der muss kommen. Da brauche ich Zeit dazu, da brauche ich Geduld dazu. Und wenn man die Geduld und die Zeit aufbringen kann, oft kommt er einmal. Und wenn er kommt, oft habe ich die irrsinnige Spannung, ob ich ihn fange. Und wenn ich ihn fange, oft habe ich die unheimliche Freude, da ihn erwischt habe. Das ist also, wie man sagt, das Glück ist ein Vogel, das kommt nicht alltag. Aber es kann kommen und wenn es kommt, oft ist das einfach was für den Hexen und das ist eine Empfindung, auf die ich nie verzichten möchte. Warum nehmen Sie dem Vogel die Freiheit? Also ich möchte sagen, bei uns geht es dem Vogel in der Natur draußen gut. Bei uns geht es dem Vogel bei uns daheim gut. Und wir geben den Vogel der Natur wieder zurück. Das ist der Budi Uhu. So kennt man ihn in Ebensee, besser als mit seinem bürgerlichen Namen. Budi Uhu, 84 Jahre alt, ist seit 70 Jahren Vogelfänger. Er verbringt einen Großteil des Lebens in seiner Gartenhütte. Zwischen Vogelkäfigen und allerlei Gerätschaften, mit denen er Vogelfängerzubehör bastelt. Auch Netzkloben, die schonendste Art der Fallen. Ich das so gewöhnt, von klein auf, mit dem Wald und mit den Vögeln und mit Hasen. Und das zeige alles, was ich in der Natur ist, auch in Katzel, als Buben schon. Und habe noch nie einen Urlaub gehabt. Nie. Also nur zum Vögelfangen. Mein ganzen Urlaub nur zum Vögelfangen genommen. Wie früher allgemein üblich, lässt der Budi Uhu seine Vögel am liebsten an der Außenwand singen. Im Freien, nicht im Haus. Einmal pro Woche erhitzt er Wasser in der Waschküche und trägt die Käfige hinein. Samstag ist Käfigwaschtag beim Budi Uhu, dessen Vater schon Uhu gerufen wurde. Da war er, der Kleine, noch der Uhudl. Dann die härtesten Zeiten für Singvögel im Freien. Wieder werden unzählige den Winter nicht überleben. Ein Geuserer Almwirt hat seinen kleinen Wintergästen ein eigenes Haus gebaut. Da hat eine Katze, wir haben halt einen Vogel. Aber nicht da einen Vogel, sondern wir haben den Wellensittich und den Papagei und wir haben halt die vier Sorten von Vögel. Was wir eigentlich im Winter betreien und futtern und pflegen. Und dann im Frühjahr lassen wir sie auch eh wieder aus. In solchen Volieren trainieren die Vögel täglich ihre Flugmuskulatur, sodass sie im Frühling nach dem Freilassen sofort wieder das gewohnte Leben aufnehmen können. Und dieses Nahrungsangebot
während draußen meterhoher Schnee liegt. Ja, ich bin fast jeden Tag 2 Stunden bei den Vögeln. Da bin ich mit da futtere ich und gebe ihr Wasser und unterhalte mich mit ihr und rede wenig mit ihr. Er liebt seine Vögel. Wie würde er reagieren, sollte der Vogelfang einmal verboten werden? Ja, ich sage, die gehen schwarz. Ich tat wie wenn ich wegbratle, dann gehe ich schwarz Vögel fangen. Das soll man nicht verbieten, da kann es selber so wie mir wurscht, jetzt sollten sie mich einspielen. Das Salzkammergut, wo die Obrigkeit schon immer Probleme hatte, den Menschen Liebgewordenes zu verbieten. Auch in dieser Voliere von der Größe eines Gartenhauses sitzt ein Mann, den ein Verbot kaum beeindrucken würde. Auslassen darf ich keinen, außerdem die haben jetzt schon die Alten, die lassen wir nicht mehr aus, weil die haben jetzt schon so lange. Einen Frischen kannst du eh auslassen, ist kein Problem. Aber ich würde mir auch weiterhin angehalten. Ich sage das ehrlich, ich würde mir sicher mal einen, auf Deutsch gesagt, schwacht einmal wo fangen geschwind. Weil dann lag heute zu steigen und keine Wellenzitte, wo tue ich mir da sicher nicht rein. Weil ich mag unsere heimischen Waldvögel, aber nicht die Exoten, die sind. Die Vogelhaltung geht auf eine Zeit zurück, in der die Menschen im Winter keinerlei Vergnügen hatten. Heute haben wir einen Fernseher daheim stehen. Früher war es halt ein Vogelkäfig, sagt ein alter Vogelfänger. Die Käfige waren winzig, moderne Volieren sind dagegen riesig. Vögel bedeuten mir sehr viel. Ich bin ein Tierliebhaber. Ich habe auch eine Katze, wo ich so sagen, Vögel fangen, spenden, wenn eine Katze hat. Aber na gut, das hat meine Frau und uns Kind. Und auch sogar ich meine die Katze, weil wenn einmal nicht kennt, dann tag ich auch schon suchen. So ist. Ich habe zwar einen Beruf gehabt, wo ich viele Viecher töten müssen, ich bin gelernter Metzger gewesen. Und ich bin froh, dass ich nichts mehr zu tun habe mit heute. Aber die Vögel, die haben einfach für mich, die kommen klein um meine Familie, das möchte ich sagen. Das ist keine Frau und Kind, aber danach kommen schon Vögel, das ist einfach so. Alfred Ritzinger, der Obmann des Salzkammergutverbandes der Vogelfreunde, hat vor den Volieren im Stockwerk über der Garage den Nahrungsvorrat für seine Vögel gesammelt. Vogelbeeren, Mädesüß, wilden Majoran, Grauerlenzapfen, Flockenblumen. Nur das Beste. Alle sollen sie ja bekommen, was ihnen schmeckt und auch gut tut. Für ihn ist Vogelhaltung von bloßer Betrachtung zur Beziehungsarbeit zwischen Mensch und Tier geworden. Es gelte, den Vogel zu beobachten, in seiner Art zu akzeptieren und als Lohn für diese Zuwendung seine Zutraulichkeit zu empfangen. Als kleines Kind haben wir Vögel daheim gehabt und das hat mich immer fasziniert. Wir sehen unsere Vögel aber nur als Gast in unseren Häusern und ein Gast. Dann tut mir ordentlich bewirten, also dann sind wir in seine Vögel. Ja. Und bevor mir ich heute einen Exoten kaufe, der was zum Tode in meinen Käfig gefüttert ist, fange ich mir lieber an, vor den über Winter, schau mir an, wie der arbeitet, was der tut, der Vogel, wie der frisst und den Frühling los und wieder aus. Spätestens am 10. April müssen die im Herbst gefangenen Vögel wieder freigelassen werden. Alfred Ritzinger und Roland Klackl bei einem Gang, der ihnen nicht leicht fällt und sie doch zugleich mit Freude erfüllt. Ja, du bist dein, hey, hey, hey. Na, wo ist dein, Hansl, hey, Spätzle, da heißt der Mark Bauer. Na, Hansl, jetzt geht's wieder aus, Sittwald. Okay, schon heute hat er.
And there came the Fleek. Jetzt kommst du raus wieder. Geh. Hier, wo ist denn? Kim, schau. Schauen Sie. Kim. Jetzt Kim. Also ein bisschen Baubehaarung habe ich dann ausgelassen. Aber ich verkunde es trotzdem wieder, wenn sie in die Natur rauskommen, weil es ist trotzdem ein Naturvogel und der gehört in die Natur raus. Dann, okay. Mal was ist. Schauen Sie, Kim. Eine Wale, eine Flieg. Gar nichts hat's. Jetzt geh ihm. Wenn man so einen Vogel wieder freilässt, einerseits ist das ein schönes Gefühl, weil der Vogel wieder in die Welt rausfliegt. In der anderen Seite ist es aber so, dass er ein trauriges Gefühl auch ist. Weil dein Vogel, den hat man jetzt ein paar Monate in der Bullerei daheim gehabt. Und hat man sich nicht natürlich einen so einen Vogel gemeint und jetzt hat man ihn halt nicht mehr. Und jetzt freut man sich halt schon wieder auf den Herbst, wenn man sich wieder an andere Vögel fand. Von Generation zu Generation werden die Vogelfänger im Salzkammergut immer besser vertraut mit dem Verhalten der Singvögel, mit ihren vielen Besonderheiten und Eigenheiten. Im nächsten Herbst werden sie wieder losziehen, um Zeisig, Gimpel, Kreuzschnabel und Stieglitz ein Winterquartier anzubieten. Thank you.